Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Software Republic hier aus TM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben in der letzten Folge hier die Schule und den Kindergarten gebaut. In der Hoffnung, dass hier im Kinder- oder in der Schule auch ein paar Leute ausgebildet werden, beziehungsweise dass da vielleicht eventuell der eine oder andere sich einen Job sucht. Und wir dort dann die neuen Schüler ausbilden. So, wir haben auch in der letzten Folge ein paar Studierte umgesiedelt, in der Hoffnung, dass wir hier oben auch ein paar wieder ausgebildet bekommen, damit hier nicht allzu viele mit mal ohne Bildungsstand sind. Da haben wir nämlich mehr als genug von. Also, ich weiß nicht, warum ich es nicht... Ich könnte sie ja eigentlich auch alle auf den Acker schicken oder so und sagen, hier, ihr seid mal alle Ackerarbeiter. So, ihr hört, meine Stimme ist noch wieder gar nicht da. Die ist heute noch schlechter als bei den gestern. Das liegt daran, ich habe World of Tanks gespielt. Und, ja, da bin ich dann wohl doch leicht in einen Rage verfallen und musste mich mal wieder ein wenig echauffieren über meine Mitspieler, beziehungsweise über die doch recht, ja doch auch über meine Mitspieler. Ich meine, okay, ich war auch nicht gut unbedingt in jedem Gefecht, aber es sah mal wieder sehr grauenhaft aus und deswegen musste ich da mal ein bisschen mich echauffieren darüber. Und ja, das Ende war, dass ich meine Stimme so sehr belastet habe, dass ich heute mit Mühe und Not Folgen aufnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich ein paar Folgen aufnehmen kann. Oder beziehungsweise zumindest erstmal die eine für morgen, also quasi für euch jetzt heute. Und dass ich das dann ja jetzt über Nacht, also ich meine, dann wieder weggeht. So. Und meine Stimme wieder ein bisschen kommt. Also man hat alles, ne? Da ist man erst erkältet und dann kriegt man auch noch eine schöne kratze Stimme. Ja, ist halt einfach mal so, wenn man halt sich denn dann im Zustand dessen auch noch wieder ärgern und aufregt. Ich keine Ahnung, ich habe mich halt ein bisschen geärgert darüber, wie das alles abgelaufen ist wieder. Das war schon wieder alles grenzwertig, muss ich sagen. Aber so ist es ja. Gut, wir haben hier keine Stromversorgung, sehe ich gerade. Oha. Der hat Strom, der nicht. Oh. Also ich muss auch eine Stromversorgung hier durchlegen. Dann muss ich hier einen Schalter dazwischen bauen, damit ich hier eine Stromversorgung habe. Ach, ich habe ja wieder Ahnung hier. Mann, Mann, Mann. Okay, gut. Dann müssen wir hier noch eine Stromversorgung hinlegen. Ich brauche Infrastruktur, nicht Gebäude. Elektrifizierung. Ich brauche einen Mittelspannungsschalter, der quasi hier dazwischen schaltet. Warte, der dann so weitergeht hier so. Warte mal, den kann ich da rein. Ja, ich will das aber jetzt eigentlich nicht abreißen hier. So. Den bauen wir einfach mal hin hier. Dass die auch immer den Straßenansatz zur falschen Stelle haben, ne? Zur falschen Seite haben, das finde ich super. So, ein bisschen mit Rubeln kaufen, das ganze Ding hier, damit das funktioniert. Dann werden wir eine Stromleitung ganz kurz mal in der Pause unterbrechen. Dann müssen wir hier mal ganz kurz. Das muss mal weg. So, dann brauchen wir jetzt hier eine Mittelspannungsleitung von hier nach da. Und danach dort. So, die werden wir erstmal bauen. Kostet genug. So. So, jetzt wird auch wieder alles Strom haben hier. Und dann können wir jetzt von hier aus weitergehen. Bis hier an den Strand erstmal ran. So, und dann werden wir hier noch einen... Wo machen wir den Stromverteiler denn hin? Dann könnte ich ja nicht hier reinsetzen, ne? Mal gucken, wie das aussieht. Umspannwerk, wenn ich das jetzt hier... Warte mal. Oder ich setze ihn hier. Das wird der hässliche mit dieser Kreuzung. Nee, das ist doof. Kann ich auch daran setzen? Oh, ein Umspannwerk direkt hier vom Kindergarten und der Schule? Ach so, so ist er auch noch wieder so rum. Denn, das muss ich immer noch so rum. Mhm. Selten schön. Aber der würde natürlich hier unten eine ganze Menge ab. Nee, ich kann ihn hier unten reinstellen. Such das einfach mal, dass der hier unten drin steht. Ah, dann haben wir eine Kreuzung an der Kreuzung, ne? Das ist wieder so fies. Wir gehen erstmal hier hin. So. Und werden den, warte mal. Lass mich das Ding. Komm, das finanzieren wir schnell so. Und dann werden wir die Stromleitung mal langlegen hier. So. Also ein bisschen heiser klingt er, ne? So ein bisschen raspy. Ist nicht schön, aber. Naja, gut, das ist. Ist nun mal so passiert. Was ist denn da wieder?
So. Wunderbar, dann ist das da auch dran. Würde 9000 Rubel kosten. Ja, komm, her damit. Braucht die Stromversorgung. Bauen wir das mal dahin und dann hat das der Kindergarten noch eine Stromversorgung und freut sich des Lebens. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie viel geht denn hier schon drüber. Hier gehen... Ach, das ist ja fast nichts, ne? Ist ja fast nichts, was darüber geht. Gut. Okay. Aber wir haben die Stromversorgung zumindest fertig geschafft hier und... Ach, naja, gut. Hier sind 120 Kinder in dem Kindergarten drin. Wir sind hier drin. Da sind noch 79 drin, aber wir haben zwei Lehrer. Wir hoffen das Beste, dass das da ein bisschen besser läuft. Ja, haben wir denn hier Arbeitslose drin? Bildungsniveau? Nee. Hier sind 48 Arbeiter ohne Job. Das ist das, wo wir es zugeordnet haben. Dann werden wir hier mal noch die Schule zuordnen. Maximale Anzahl erreicht an Zuordnungen. So. Aber dann ist hier noch mit zugeordnet. Dann können denn da noch ein paar Leute wieder Jobs finden. Gehe ich ganz stark davon mal aus. Fußballplatz. Ja, das ist alles keine großen Arbeitgeber hier, ne? Na, wir mal gucken, wie das denn so abläuft hier. Dass denn da vielleicht eventuell die Jobs oder die Leute denn da hingehen und dort arbeiten. Also zumindest kriegen wir hier ein paar Mitarbeiter unter. Aber 40, man kriegen wir nicht unter. Da müssen wir dann doch vielleicht noch einen großen Arbeitgeber anschließen an das Gebäude. Gut. Oder eine Bushaltestelle noch mit dazu nehmen, die dann das verteilt. Wie sieht es hier aus jetzt? Hier ist gebaut, aber ist kein Bauamt zugeordnet. Achso, Bauamt zuordnen ist natürlich jetzt gerade auch schwierig, weil die hier unten ja eigentlich zu tun haben. Aber hier ist es Teer schon gelegt, hier ist auch schon Teer gelegt. Die sind noch nicht zugeordnet, hier wird gerade Teer gelegt. Das heißt also, wir könnten eigentlich die nächste Teerlegeaktion machen, also eine Straße, die Teer braucht, in Angriff nehmen. Diese ist jetzt hier noch im Bau. Da fehlt noch ein bisschen was und die Baukräne dann, okay. Dann wollen wir mal hier die Straße noch mit dazu nehmen. Und sagen, komm, hier kannst du ein bisschen was weiterlegen, wenn du möchtest. So. Und dann natürlich, wo ist hier das andere Ding? Das ist das andere Bauunternehmen da. Das kann natürlich dann auch dorthin. So. Gut. Dann ist das Stück Straße auch schon wieder mit drin in der Planung. Die wird einmal täglich genauso. Das Stück Straße, das kommt wir nachher später, wenn die dann hier durch sind. Das dauert ja auch noch alles eine Weile. Da müssen auch die ganzen Leute hin und. Aber hier sind jetzt oh, 95 Schüler drin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das schafft natürlich Arbeitsplätze, ne? Wenn die jetzt so alle den Intelligenten noch wären, dass die auch arbeiten können, ne? Wir haben ja echt Schwierigkeiten. Brauchen wir natürlich auch Arbeitsplätze, aber ich denke mal, hier oben gehen einige Leute rein als Mitarbeiter. Und Studenten gehen hier auch rein. Und wir haben hier jetzt sozusagen Studenten angesiedelt. Das hat ja funktioniert. Das Einzige, was die Studenten sind nicht alkoholabhängig. Das ist schon mal ganz gut. Das finde ich auch wirklich gut. Ist für einen Studenten schwierig, glaube ich, nicht alkoholabhängig zu werden. Also ich kenne da so den einen oder anderen Studenten auch aus seinem Leben und aus dem, wie er sich dementsprechend auch verhalten hat. Auch im Zuge dessen, was man so an Leckereien zu sich nehmen kann. Da gibt es ja doch die schönsten Sachen, die man da trinken kann. Und da hat es dann doch so mal den einen oder anderen sehr verlitten, hätte ich fast gesagt. Kann man das so sagen, verlitten? Ich weiß nicht. Naja, manchmal habe ich auch gelitten. Das ist meine Stimme gerade auch. Entschuldigung, ja. Schwierig. Ganz schwierig heute schon wieder. Macht aber nichts. Soll uns ja nicht weiter stören. Wir müssen hier oben noch ein bisschen planieren und renovieren. Ich hoffe, dass ich das wirklich mit der Stimme über Nacht hinkriege. Ich muss noch ein oder zwei Videos will ich noch machen heute eigentlich. Aber wie gesagt, mit der Stimme, naja, gut. Ich habe ja gestern dieses Mining, wie heißt denn das? Mining Empire Earth Resources, glaube ich. Das ist ja auch sehr interessant. Also die Spielidee ist dahinter, dass man quasi eine Mine aufbaut, mit der man die ganzen Rohstoffe hat. Also ich finde diesen Lizenzhandel, den finde ich noch ein bisschen lästig da in dem Spiel, aber ansonsten klingt es ja erstmal nicht schlecht, was man machen kann. Aber ich sag mal so, das hätte man auch schöner präsentieren können. Aber gut, es ist Early Access. Genauso wie das hier Early Access ist. Aber hier ist die Präsentation auf jeden Fall wesentlich besser als dort. Gelungen. Das muss ich da mal zu sagen. Ja,
Aber macht ja erstmal nichts. Tut ja erstmal keinen weh. Ja, wir werden das hier einebnen, jetzt dann, ne, für unsere Felder. Wir wissen ja, wo wir hinwollen, denn wenn die Straße da unten fertig ist, dann soll hier die Querstraße durchziehen. Und die möchte ich eigentlich schon komplett durchziehen können. Hier kann ich es auf jeden Fall komplett durchziehen. Ja, dann machen wir hier in die Ecke noch mit weg. Aber es ist interessant hier, ne, wie er da arbeitet, hier auf der Straße. Ach, jetzt habt ihr das nicht gesehen. Ich habe mit dem Finger gerade auf die etwas merkwürdig hin und her fahrende Raupe auf unserem Straßenstück dorthin gewiesen. Und mit dem Diktus, dem Zeigefinger, dort hingezeigt. Heißt der, glaube ich, Diktus? Ich glaube, der heißt Diktus, ne? Digitus oder sowas heißt noch Finger, oder ist ja auch egal. Ich hab, Latein hatte ich nicht. Ich hatte Russisch 4 Jahre lang. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Deswegen kann ich ja so ab und zu auch so den einen oder anderen russischen Buchstaben hier erkennen und dann vielleicht eventuell sogar vorlesen oder zumindest mir sozusagen so ein bisschen erahnen, was das heißen soll, was da steht. Oha, die Stimme, das wird nicht gut hier. Das wird nicht gut gehen. Also wenn ich das, glaube ich, so weiter betreibe, dann wird die Stimme übers Wochenende nicht besser werden und ich muss übers Wochenende eigentlich viele Videos machen und das kann ich wieder nicht. Und eigentlich hatte ich vor, jemanden zu besuchen und das wird dann auch wieder nicht klappen. Naja, gut, dann müssen wir mal gucken. Mal gucken, wie er das verkraftet, dass ich jetzt dann da wieder absagen muss. Weil dann werde ich wirklich jetzt einen Notbetrieb machen, bis meine Stimme irgendwie ist. Also das werde ich auf jeden Fall jeden Tag eine Folge machen, weil mich das Spiel selber fasziniert, weil ich da wirklich Spaß dran habe in diesem Spiel. Und wie gesagt, Sternebel Light ihren zweiten, Rebel Inc. ihren zweiten, das werde ich wahrscheinlich auch machen. Damit das jetzt noch weiterläuft. Und natürlich die Factorio-Reihe. Ah. Factorio, das macht ja richtig Spaß. Das Gute an der Sache ist, dass ich von dem Multiplayer schon aufgenommen habe für nächste Woche mit meinen lieben Leuten, mit dem lieben Chaos und lieben Thompson. Mit denen fahre ich auch ab und zu mal Panzer. Ich weiß gar nicht, sind es für euch welche Leute dabei, die mal irgendwie World of Tanks gespielt haben oder vielleicht sogar spielen? Das wäre ganz interessant, mal zu erfahren. Also ob jetzt noch mehr Leute quasi auch Panzer fahren, die eigentlich dieses Aufbaugenre sehr gerne spielen, weil ich denke mal, dieses Spiel hier, das ist wirklich was für Aufbauliebhaber und für Leute, die wirklich richtig gerne so Citybuilder und sowas machen und da auch diese Produktionsketten und so weiter. Also ich denke mal auch, wir werden auch sehr viel Factorio-Spieler hier, glaube ich, haben in der Community von diesem Spiel. Ach, Community ist so ein komisches Wort, aber naja, also in der Fangemeinschaft von diesem Spiel werden sicherlich auch einige dabei sein, die eigentlich sonst eher Factorio spielen. Oder hauptsächlich auch mit Factorio spielen. Also Factorio ist ja auch ein wunderbares Spiel. Da kann man sich so richtig drin verlieren. Da merkt man auch nicht, wie schnell die Zeit rumgeht. Rubbel die Katz, zack, sind 40 Minuten um und du denkst dir so, ach ja. Das habe ich schon so oft erlebt. Also gerade wenn man dann so richtig wild am Planen ist und dann wilde Ideen hat und das unbedingt umsetzen möchte und dann sitzt man da und produziert und macht und tut und hier klicken, da machen und dort und hier und da und dann, ja. Mal wieder, fast ein Tag alter. Das ist auch so ein Spiel wie Civilization, so nur eine Runde, so noch eine Produktionskette. Ne? Oder eben hier ist es dann halt eben noch so, das eine Gebäude will ich jetzt noch fertig haben und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Also ich möchte jetzt so unbedingt eigentlich damit beginnen, dass ich die Tuchindustrie oder beziehungsweise die Klamottenindustrie in Gang kriege. Erstens, um dann wieder Arbeitsplätze zu schaffen, damit meine Leute irgendwo arbeiten können. Da müssen wir natürlich dann auch ein effektives Bussystem uns ausdenken, damit das dann mit den Bussen einigermaßen gut dahin zu fahren geht. Und dass die Leute da auch dann die Bushaltestelle nutzen. Vor allem die Arbeiter. Ich denke mal, da werden wir sie mal zu zwingen. Und dann werden wir da hoffentlich richtig gut in Gange kommen und da was erfolgreich aufbauen. Da hoffe ich jedenfalls drauf. Und dass wir dann dort jede Menge Klamotten herstellen. Und die Klamotten, die können wir echt teuer verkaufen. Ich meine, wir brauchen elendig viel Geld, um die ersten Tücher und sowas herzustellen, also die ersten Chemikalien uns zu besorgen, aber ich denke mal, da werden wir, ja, wir müssen da ein bisschen Vorkasse gehen, beziehungsweise das wird, glaube ich, dann unseren momentanen Gewinn etwas auffressen, wenn wir das immer dauerhaft dazu kaufen, aber das werden wir sehen, also da müssen wir dann mal gucken, dass wir dann irgendwann auch eine Ölindustrie aufbauen, damit wir dann mit den Chemikalien klarkommen, die wir uns selber herstellen können. Gut, aber das ist alles Zukunftsmusik. Das ist wirklich Zukunftsmusik. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall genügend Platz geschaffen, dass ich die Straße durchziehen kann beim nächsten Mal. Und dann kann ich beim nächsten Mal wieder noch ein bisschen Platz schaffen hier oben in der Ecke. Damit wir die nächsten Felder hier noch hingebaut bekommen. Damit wir dann vielleicht eventuell in der nächsten Folge hier oben 3 Felder setzen können. Oder in den nächsten Folgen hier oben 3, 4 Felder nochmal setzen können. Die wir alle dem einem Gebäude zuordnen. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir ja vielleicht in den
1965er, 66er Jahren noch einen neuen Mähdrescher dazu. Kann man das eigentlich, ich könnte ja mal selber irgendwie so weit vorspulen, ne? Mal irgendein Spiel mal anmachen und einfach mal Zeit durchlaufen lassen, gucken, wann die Fahrzeuge kommen. Muss ja gar nichts effektiv gemacht haben hier. Einfach nur durchlaufen lassen und gerade abhängen. Oder mal ein Spiel machen, wo das nicht da ist und dann einfach mal gucken, von wann bis wann die Mähdrescher sind. Ja, das könnte ich mal machen. Um zu sehen, wann, ob sich das, die Neapol, da cheat ich ja ein bisschen selbst. Also, da ärgere ich mich ja selber mit, weil ich das entdecken, wann er kommt, dann natürlich voraussehen kann und mich da gar nicht mehr so drauf freue. Nee, dann lassen wir das. Wir wollen uns nicht selber spoilern. So, aber die Straße ist schon zu guten Enden fertig, hat bloß jetzt Mangel an Keys. Was ist los? Wo sind denn meine ganzen LKWs? Stehen hier irgendwo dumm rum mit Teer oder so? So, hier steht einer rum mit einem Baukran. Das ist schon mal sehr gut. Dann wird die Baustelle hier bald fertig. Hier sind 3 Lehrer drin. Da wird ordentlich ausgebildet. Das ist sehr gut. Hier sind 5 Lehrer drin. Da wird auch ordentlich ausgebildet. Sehr gut. Hier kommen elektronische Bauteile angefahren mit dem Barkas. Hier ist richtig was los. Also das muss man ehrlich sagen. Also hier ist so richtig was los. Finde ich richtig gut. So, wurde hier gerade Fleisch angeliefert oder so? Ist hier gerade einer angekommen? Ne, was ist das? Doch, ist der Fleisch angeliefert, ne? Ja, ist der Fleisch angeliefert. Wunderbar. Hier wurde gerade Fleisch angeliefert. Sehr schön. So, hier kommt jetzt so ein LKW mit ein bisschen Kies noch um die Ecke gefahren. Wo er den Kies hinbringt? Na, egal. Er wird schon wissen, was er macht. So, hier wurde mit dem Barkas Elektroabteil angeliefert. Der muss hier nochmal hochkommen. Das macht aber nichts. Das kriegt er hin. Das Stickstraße ist auch nie fertig geworden. Aber es sieht sehr schön aus, wenn es geplant ist. So, hier steht ein LKW rum mit Teer anscheinend. Asphalt. Jo, da hat er Asphalt und jetzt hat er kein Asphalt mehr. Was ist denn los mit ihm? Der ist aber nervös heute hier. Haben die alle wieder bloß 0,5 Tonnen Asphalt gekriegt? Was ist denn los? Gibt's kein Kies? Doch, Kies gibt's. Gibt's hier kein Asphalt? Aktuelle Anzahl der Arbeiter, 2. Müsste doch auch da was geben. Na gut. Aber warte mal, da ist ein Ausrufezeichen dran. Produktion gestoppt. Achso, weil kein Lager ist dafür da ist. Ja, okay, das kennen wir ja. So, das Kraftwerk hat genügend Arbeiter. Hier müssen wir mal gucken, wie das ist hier. Da müssen jetzt auch etliche Arbeitslosen sein, aber nö, ist nicht. Aber nee, guck mal, die können zur Busplattform gehen dann. Und das ist das Gute an der Sache. Und so viele sind hier auch gar nicht drin, ne? 85. Ja, fähige Arbeiter. Ja, nee, geht eigentlich. So. Okay, hier wird gebildet. Ausgebildet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also das könnte sich dann vielleicht hier oben nochmal mit der Umsiedlung der Studierten könnte sich bemerkbar gemacht haben. Beziehungsweise ich hoffe einfach, dass wir hier noch ein paar mehr Studierende und Studierte hinbekommen. So. Wir könnten theoretisch eigentlich die Leute hier oben, dass sie nur Studenten wohnen, das könnte man vielleicht eventuell nochmal ran besorgen. So, warum ist hier ein Baustellenschild? Achso, weil hier die Baustelle anfängt. Ach, hier werden die Baustelle anschauen. Ja, interessant. Das ist ja echt ein langes Ding. Meine Herren. So, wie sieht es überhaupt aus hier? Was haben wir jetzt momentan? Ist wieder nur eins und außer, der Rest ist ein Wachstum. Das heißt, da können wirklich mehr Felder quasi gleichzeitig bearbeitet werden. Das kriegen wir hin. Also 3 Felder sind da gar kein Problem. Hier oben sozusagen. 1, 2, 3, 4 Felder. 5 Felder. Ja, guck mal, bis hier hinten machen wir es hin. 1, 2, 3, 7 Felder noch dran. Huh, jetzt bin ich müde. Oh Gott, nein, ich wollte nicht gehen. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Die Balalaika spielt. Nee, ist das eine Balalaika, die man da hört? Könnte eigentlich sein, ne? Ja, könnte sein, ne? Russisches Zupfinstrument. Ja, ist nicht der Kuchen, sondern die Balalaika. Balalaika. Ja. Ohne dass ich das dann da jetzt. Das wollte ich so nicht. So, wir werden jetzt mal ganz kurz hier mal einen Abriss machen. Und zwar werden wir hier dieses Stückchen. Das ganze Stück Weg will ich ja nicht abreißen. Momentchen mal. Ich wollte hier nur das kurze Stück hier. So. Keine Ahnung, wo sich da jetzt Infrastruktur drauf befindet oder dass sich da Fahrzeuge drauf befinden. So, dann können wir nämlich das Stück jetzt hier als nächstes in die Großplanung mit einnehmen zur Modernisierung. Denn ich würde sagen, hier oben ist die Modernisierung nahezu durch. Oh Gott, beide arbeiten hier gleichzeitig. Das ist ja. Ist ja wie ihr wollt und nicht ihr könnt, hätte ich das gesagt. Das wird sogar fertig hier. Das wohl eher nicht so. Nee, der braucht nochmal einen LKW mit Teer, aber der ist erstmal schon mal fertig hier. Das sieht schon mal sehr schön aus. Um die Wege zu verkürzen, soll natürlich die Stücken hier auch noch machen, dann für die Arbeiter, aber das kriegen wir dann hin. So ist.
Was ist gerade für ein komischer? Achso, das ist hier der Schornstein. Alles klar, okay. Von der Blaupause gewesen. Ich habe mich gerade gewundert, was da so komisch einen gelben Strich macht. Ich muss mal ganz kurz Nase putzen. Entschuldigung. So, es musste jetzt mal ganz kurz sein, weil sonst wäre das hier, wäre die Stimme gleich ganz weg gewesen und noch schlimmer gewesen. So. Oder ich hätte gleich hochziehen müssen und das wollen wir ja alle nicht, dass ich das, dass man das hört. Wie ich denn hier den, sie waren nicht reich, aber einen Aufzug hatten sie nicht. Weiß nicht, ob ihr das kennt, den Spruch. Kann wirklich sein, dass ihr den kennt, aber. So, was hat man immer gesagt zu Leuten, die immer in der Nase hatten und den Rotz hochgezogen haben, ne? Oh, sie waren nicht reich, wollen Aufzug hatten sie schon, hörst du. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? Da sind gar keine Arbeitslosen mit drin. Ach ja, hier müssen wir mal gucken. 31 Arbeiter ohne Job. Hier müssen wir wirklich irgendwas jobtechnisch noch machen. Das ein bisschen oben funktionieren, sodass dann überall die Leute auch arbeiten hier. Da kommen 5 maximal rein. Hier passen jede Menge rein. Hier kriegen wir 25 eigentlich unter. Hier kriegen wir eigentlich auch 25 unter. So, 10. 15, 225 sind 50 sind 65. Na gut, hier kann maximal einer. Hier fällt mal raus. 65 plus hier nochmal mal. Das passen nicht alle Arbeiter. Nee, das ist. Man muss da wahrscheinlich doch eine Busstation noch mit dazu nehmen. Man muss den Kindergarten rauswerfen. Und den Rest muss ich zur Busstation schicken. Kindergarten schmeißen wir mal raus. Und den Rest, den schicken wir einfach mal. 89 Arbeiter ohne Job. Ja, das hat jetzt ein paar Arbeitslose gebracht, ich weiß. Aber wir schicken euch mal noch hier hin. Ja, die maximale Anzahl ist erreicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir so ungefähr. Das so ein bisschen ausgeglichen kriegen. Prozent. 15%, ja, das würde ich sagen, das geht so. Und 43% schicken wir einfach hier hin. Und die werden dann einfach weggefahren hier. Regelmäßig hoffentlich. Ein paar Busse kommen hier an. Die können ja dann hier hochgefahren werden, dann können sie da oben arbeiten. Ne? Da ist ja eine Buslinie. Die sollte eigentlich relativ effektiv sein. Also es sollte innerhalb einer Stunde möglich sein. Und trotzdem sollten hier die Leute noch arbeiten wollen und können. Das Problem ist, dass wir jetzt natürlich auch dann unsere Lehrer aufteilen. Und vielleicht eventuell der ein oder andere Lehrer, der nicht mehr da ist, wo er sein soll. Habe ich hier Platz drin in dem Gebäude? Habe ich sogar. Dann würde ich sagen, dass ich hier mal ganz kurz 5 Intelligenzler darüber lege. So, dann haben wir hier bloß noch 11 drin anstatt. Nehmen wir 28 drin. Nehmen wir 4 drin, das ist auch nicht so viel. Die sind da drin. Da sind 9 drin, hier nehmen wir auch noch 5 raus. Dann geben wir 5 Stück und gebe die mal damit rein. So. Dann sind die konzentriert hier drauf. Und dann haben wir hier 28 Lehrer quasi, also 28 potenzielle Lehrer, was dann bei einem Prozent, bei 10% 3 Lehrer pro Stelle eigentlich geben müsste ungefähr. 3 bis 4 Lehrer pro Schule, dauerhaft, hoffentlich. So der Plan. Also wenn man, dann könnte man ja, also wenn man dann die Busplattform sozusagen noch mit zugibt, dann haben sie ja eine Stelle, wo sie alle hingehen können und dann können alle Arbeiter mal abgeholt werden und dann sitzen hier auch ein paar Arbeiter, da sitzen 20 Stück drin, immerhin. Die werden jetzt hier hochgekachelt, klar, kein Problem, aber die gehen dann hier drin arbeiten, die können dann hier drin arbeiten noch, also die sind ja dann irgendwo dran gebunden, weil ab dem Moment, wo sie denn hier ausgeladen werden, können sie wieder überall arbeiten. Ja. Oder sie werden dann halt eben hier hingefrachtet irgendwann. Das ist ja natürlich das ganz große Ziel da dran. So, unsere Thermaschinen haben wir jetzt alle wieder. Das heißt also natürlich, wir müssen oder werden jetzt dieses Stück Straße hier beschleunigen. Was ist das eigentlich für ein Bus hier? Das ist der von dem. Das ist das Ding. Das werde ich auch nochmal machen. Mit den in den Busbahnhöfen oder in den Baudingern werde ich die Busse auch noch beschleunigen. So, wir werden jetzt hier natürlich. Was ist das denn noch wieder hier? Wieso geht das nur so weit? Ach Mann. Ernsthaft?
Das merkst du dir, dass das bloß so ein großes Stück Straße war mal? Ist ja ekelhaft. Na komm. Kaufen wir das Stück dazu. Und dann kaufen wir das Stück dazu. Das merkt er sich, dass da mal so ein kurzes Stück Straße war. So, und das andere Stück hier, das ist ja schon teuer, ne? Das kaufen wir nicht. 17.000, so viel Geld haben wir noch nicht. Da werden wir einfach sagen, hier, du kannst hier mal die unverlierte Straße machen. So. Und du kannst da ganz gerne mal bei helfen. So. Da sollte ja einiges an Materialien hingehen, ne? 48 Tonnen, ja, sehr schön. Gut. Das sollte dann ja laufen. So, jetzt sollte die Straße hier früher oder später fertig werden. Dann könnte die Straße hier fertig werden. Dann ist das hier mit verbunden. Ah, das machen wir später noch. Geht ja jetzt erstmal so. So, der hat jetzt nochmal das letzte Mal so nochmal darüber gefahren. Nachher müssen sie alle hier durch die Stadt durchfahren. Kriegen sie aber bestimmt auch alle hin. So, was haben wir noch Schönes? Wir gucken hier nochmal rein. Jetzt immer muss einer ein Aussaat. Okay. Also da können wir wirklich... Das mit den LKWs werde ich wahrscheinlich auch noch dann umändern, wenn ich denn die ganzen... Felder da dran habe, werde ich wirklich, sagen wir mal, oder ich mache zwei Felder, aber wenn auf dem einen wartet dann ewig und das zweite geerntet wird, dann fährt er das zweite nicht an, ne? Das ist noch so eine Dingsfrage. Da müssen wir mal gucken, also wie viel wir da wirklich für jedes Feld ausgeben wollen. Ja, theoretisch könnten wir auch so einen kleinen Barkas nehmen, der die ganze Zeit da im Shuttle fährt, ne? Aber der kostet dann so viel Benzin. Und dann haben wir hier wahrscheinlich viel zu viel Verkehrsaufkommen, dass hier andauernd an diesem Ding hier Barkasse davor stehen und dann Pflanzen reinschmeißen wollen oder sowas. Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber nur ein bisschen. Ah, das sieht schon gut aus. Das Stück Straße sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Guck mal, da sind wir sogar schon so weit, dass wir da einen Baukran hinstellen können demnächst. Sehr, sehr schön. Gut. Also, wir kommen der Sache immer näher, dass wir das hier gut eingebaut haben und eingemauert haben, denn hier, wir werden das Stück Straße noch brauchen und das Stück Straße noch brauchen. Momentan können wir ja schnell schon bis dahin, aber werden natürlich diese Anschlussstraßen nicht noch machen, damit denn die Leute hier auch relativ schnell wandern können, weil momentan, obwohl eigentlich sind wir hier im inneren Bereich recht gut unterwegs, kommen eigentlich überall hin. Von einer Busstation zur nächsten können sie gehen. Zu der Fabrik kommen sie, das ist schon viel wert. Und ja, hier müssen wir mal gucken, wie wir dann da hinten außen rumkommen, ob sie denn auch außen rum dahin laufen oder ob wir einfach einen Feldweg quasi von hier dann zur Abkürzung da heranlegen. Das wäre eigentlich noch ganz brauchbar. Wir könnten dann auch da so durchziehen, den Feldweg, damit sie dann eventuell auch zu dieser Fabrik kommen. Zu der kommen sie ja sowieso so, aber hier, die hat ja gar keinen Anschluss mehr, ne? Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz gucke, die hat keinen Anschluss mehr in unsere Region, Richtung hier, ne? Ne, die hat einen Anschluss da, das ist ungünstig. Da ist nämlich genau der Anschluss dran. Naja, gut. Okay. So ist es halt. Da kommen wir halt nicht drüber und nicht drunter. Und das ist mal ein bisschen blöd. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal geschafft. Wir haben hier jetzt natürlich das Verlangen, dass der Asphaltleger kommt. Hier sind auch drei LKWs stationiert schon mit Asphalt. Das heißt also, wir haben hier 12, 24, 36 Tonnen Asphalt schon. Das heißt also, drei Viertel des benötigten Asphaltes stehen hier schon rum und warten nur darauf, dass sie auf dem wunderschön ausgekauferten Weg liegen. So, die Straße ist fast fertig hier. Ich brauche mal ein paar Arbeiter. Keine Ahnung, die kommen bestimmt nochmal irgendwann hierher. Und dann, ja, sehr gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, meine Stimme ist in der nächsten Folge ein bisschen besser wieder. Und nicht ganz so kratzig oder so, auch nicht so knuffig. Verschnupft halt. Ich hoffe es einfach, dass es mir besser geht, weil ja auch in meinem persönlichen Interesse, dass es mir ein wenig besser geht. Gut, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis denn. Tschüss.